Willkommen zu Recenter Prep, meine Damen und Herren. Es ist der 21. April 2016. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind live für die nächsten rund 60 bis 90 Minuten. Unsere Sendung ist möglich durch den Recenter Shop unter shop.recenter.com. Und mein erster Tipp, mein erster Produkttipp an Sie heute ist das Helicontax Tactical Top Cool Hemd. Das trage ich auch gerade hier. Und zwar gibt es das bereits hier ab 16 Euro. Also das Ding ist wirklich super verarbeitet. Der Stoff, Synthetikmaterial ist wirklich super. Ich kann es nur empfehlen. Sie sehen hier dann natürlich und im Recenter Shop die bequeme Auswahl, die bequemen Auswahlmöglichkeiten hier. Picken sich ihre Farbe raus, ihre Größe und packen das in den Warenkorb. Außerdem haben wir ja gerade 6% Rabatt auf Bekleidung. Alles, was unter Bekleidung hier fällt. 6% bis einschließlich Sonntag, den 24. April 2016. Also, das Helicontax Top Cool Hemd, 16 Euro. Dann habe ich noch einen Tipp für Sie, und zwar geht es um Direct Action, die Marke, die ja aus Helicontax rausgewachsen ist. Und man hat jetzt dann ganz, ganz große Pläne und baut hier gerade alles um. Das heißt, die Produktion der beliebten Direct Action Taschen und Rucksäcke wird komplett umgestellt. Also, alles in diesen Taschen soll künftig in Polen hergestellt werden. Und direkt von Direct Action selber. Und ja, das sind die Patrioten aus Polen. Und das heißt natürlich, dass im Moment eigentlich ganz, ganz wenig nur noch lieferbar ist. Überall gehen die Vorräte aus und bis nächstes Jahr ist dann nichts mehr da. Irgendwann nächstes Jahr sind die wieder verfügbar. Also schauen Sie rein, shop.recenter.com. Hier haben wir beispielsweise den Direct Action Ghost, also den großen Dreitagesrucksack von denen. Ganz, ganz schönes Teil, sehr hohe Qualität, Qualität der Einzelteile und so weiter, also von den Schnallen her und. Also für den Preis ist das schon absolut, absolut phänomenal und wir hoffen, dass natürlich dann die Produktion nächstes Jahr schnell weitergeht. Also holen Sie sich Direct Action Ghost, wie hier in der Farbe Storm, holen Sie sich das, was bei uns noch, da ist, bei uns noch auf Lager liegt. Bevor alles weg ist. Natürlich haben wir noch weitere Rucksäcke von anderen Herstellern. Diese sind aber entweder teurer oder qualitativ ein bisschen eher am unteren Ende. Also das ist natürlich dann das, wo man sich entscheiden muss, wofür will man Geld ausgeben, wie lange soll das halten, etc. Wie viele Features soll das haben? Dann ein wichtiges Thema, meine Damen und Herren, die Frauen. Und zwar haben wir gesehen, dass das mit den Hunger Games, also ziemlich populäre Romane und Filme rauskamen. Und die Protagonistin Katniss Everdeen, eine versierte Jägerin und auch Sammlerin, das heißt, sie ist ein Survival-Experte und landet dann in dieser Diktatur der Zukunft in einer Arena und muss sich gegen andere Kämpfer behaupten. Also das ist sehr, sehr außergewöhnlich, meine Damen und Herren, in der heutigen Popkultur. Also die Heldin ist keine Zauberin, die Heldin ist keine Fantasiefigur, sondern tatsächlich eine reale Person. Und in den Hunger Games Büchern, in den Filmen, mehr in den Büchern, das meiste, auf das hier Bezug genommen wird, ist der Survival-Aspekt. Also nicht die Kämpfe, nicht die Hollywood-reifen Schlachtszenen, sondern tatsächlich der Survival-Aspekt. Und das Ganze muss man natürlich dann auch auf die eigenen Kinder übertragen. Das heißt, man kann den Kids dann auch, wenn sie dann alt genug sind, eben die Hunger Games Romane die Hunger Games Romane geben, die Filme zeigen. Wir möchten unsere Tochter anmelden bei einem Krav Maga Kurs für Kids. Ist ziemlich populär geworden, in den USA gibt es sowas unter dem Titel Make Your Kid Bullyproof. Nicht Bulletproof, sondern Bullyproof. Und da gibt es dann einige sehr, sehr interessante Kurse, eigentlich in den ganzen Großstädten findet man sowas, da kann man gerne mal reingucken. Also nicht jedes Kind, vor allem nicht jedes Mädchen, ist jetzt ein Tomboy. Ja? Also die Interessen sind nicht immer überall gleich. Also man kann jetzt nicht aus einer bestimmten Person eine leidenschaftliche Jägerin machen oder Sportschützin machen, wie das, was Sie hier sehen. Aber nichtsdestotrotz, je nachdem,
Je nachdem, was den Kids liegt. Verteidigungstraining, Schießen, Bogenschießen, alles, was irgendwie nützlich ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil aus den Mädchen, gerade aus den Mädchen, bei meinem Sohn dauert es ja noch relativ lange, aus den Mädchen werden Mütter. Und die Mütter haben wieder Kinder. Und das ist natürlich dann ein großer Einfluss auf die Family. Und es braucht hier wirklich die Frauen, meine Damen und Herren. In Amerika sind die Frauen die am schnellsten wachsende Gruppe im Schießsport. 5,5 Millionen Frauen, Tendenz steigend. Und das ist unglaublich wichtig. Frauen haben einen sehr, sehr großen Einfluss in unserer Gesellschaft, größer als die meisten sich das vorstellen können. Und ja, und deswegen muss man bei den Kindern ansetzen. Man kann auch natürlich dann dementsprechend bei der Partnerwahl hingucken, ist da zumindest eine gewisse Offenheit da. Ich meine, die Deutschen sind ja sowieso sehr outdoor-affin, auch die Frauen, große Fans von Camping und Hiking und Outdoor und so weiter. Und das ist schon in unserer Gesellschaft verankert. Allerdings beim Schießen hört es dann meistens auf und da kann man doch noch einiges tun. Und es muss einiges passieren, ansonsten erziehen uns die Eliten um, also nach dem Programm der Frankfurter Schule. Die Frankfurter Schule, meine Damen und Herren, auch erwachsen aus der Fabian Society, diesem Elite-Club, der dann aus dem Geldadel finanziert wurde. Also all das, was für das Establishment selbstverständlich ist. Starke Familienbindungen, Individualismus, Besitztum, auch Schießen. Man, gucken Sie sich die Top-Familien an, meine Damen und Herren, die gehen da jagen auf die seltensten Viecher irgendwie in Afrika oder sonst irgendwo. Stehen sowieso über dem Gesetz. Und so weiter. Genau das, was für die Eliten selbstverständlich ist, wird dem Volk aberzogen, wird dem Volk ausgeredet. Schießen sei nicht weiblich. Und so weiter. Und in Deutschland natürlich, wir kennen das ja aus den Vereinen, die ganze Vereinsmeierei, die Trachtenvereine und so. Also da muss wirklich viel, viel mehr passieren. Und hier haben wir eine Story aus Amerika, aus Arizona. Eine 72-jährige Frau. Eine 72-jährige Frau überlebte 9 Tage in der Wildnis in Arizona. Ist das nicht interessant? Und zwar wollte die Dame nach Phoenix fahren, ganz normal mit dem Auto nach Phoenix fahren, um ihren Geburtstag zu feiern mit der Family. Und dann passierte es, sie verpasste irgendwo die richtige Ausfahrt, wusste nicht mehr dann, wo sie zur nächsten Tankstelle hinkommt. Und dann war das Benzin alle und sie standen mitten im Nirgendwo. Also man fand sie dann circa 40 Meilen entfernt vom Highway 60. Also sie war am Leben, sie war in erstaunlich guter Verfassung, sie war auch vorher schon relativ fit. Für eine 72-Jährige, auch das ist wichtig, meine Damen und Herren. Die körperliche Fitness. Aber nichtsdestotrotz, sie überlebte mit dem saubersten Wasser, das sie finden konnte, nämlich aus einer natürlichen Quelle. Also sie trank jetzt nicht verzweifelt aus der nächstbesten Pfütze irgendwas. Dann, sie sammelte Beeren, sie wusste, was sie essen kann, sie wusste, was nicht giftig ist. Und so schützte sie sich dann vor der Dehydrierung, vor dem Verhungern und außerdem natürlich dann auch vor der Kälte. Das heißt, sie war dann doch recht erfinderisch. Ich habe die Story aus der von Arizona, Central.com, Arizona Republic. Also hier sehen Sie dann die Dame. Okay, also jung geblieben, volle Energie, so muss es sein. Ihr Hund überlebte übrigens auch. Also, wenn dein eigenes Haustier bessere Überlebensskills hat als man selber, dann sollte man wirklich dann wirklich nachbessern. Und sie hat natürlich dann auch mit Stöcken das Wort Hilfe oder Help hier an einem Canyon da, an dem Boden hingemacht und so wurde sie dann letztendlich gefunden. Also Bushcrafting, Survival Skills halfen ihr aus, kurzfristig. Es half ihr zu überleben, bis der Kontakt zur Zivilisation wiederhergestellt war, bis Hilfe kam.
Und eine professionelle Survival-Ausbilderin kommentierte das Ganze, Cody London, und sagte, dass Miss Rogers 9 Tage überlebt hat in dieser Wildnis, ist äußerst ungewöhnlich, statistisch völlig selten und freakish. Also absolut außergewöhnlich. Also sogar ausgebildete Survival-Leute haben Schwierigkeiten in dem Terrain mit den Voraussetzungen dort zu überleben, geschweige denn 9 Tage lang. Also es war schon außergewöhnlich, was die Dame getan hat. Nichtsdestotrotz, sie hatte auch Glück. Im Nachhinein war klar, sie hätte wahrscheinlich eher im Fahrzeug bleiben müssen, wäre sie eher gefunden worden, wäre auch geschützter gewesen, anstatt dass sie da irgendwo hin wandert. Ist auch eine der wichtigsten Dinge, die man lernt. Unter anderem haben wir ja auch das passende Buch hier im Recenter Shop. Der Survival Guide von Colin Towle. Und dort steht halt eben dann auch drin für die verschiedenen Klimazonen, verschiedenen Situationen, was macht Sinn. Also soll man bleiben, wo man ist, auf Hilfe warten oder soll man sich bewegen? Das ist ganz, ganz wichtig. Also hier haben wir den Colin Towle Survival Guide von einem absoluten Profi, einem absoluten Ausbilder der Spezialeinheiten. Bei uns im Recenter Shop nur 1995 für dieses Riesenbuch mit vielen Bildern und Grafiken. Also das war nicht mal optimal, was die Dame getan hat. Nichtsdestotrotz, sie hat sich hier absolut wacker geschlagen und hatte etwas Glück, auch mit dem Wetter. Allerdings, man muss auch gleichzeitig dazu sagen, sie hatte keinen Ersatz-Benzinkanister. Sie hatte keinen Go-Bag, das heißt, sie hatte keinen Notfallrucksack im Auto oder keine Tasche im Auto mit langhaltbaren Lebensmitteln und kompakten Zelt oder irgendwas. Sie hatte kein CB-Funkgerät im Auto, was in Amerika noch häufig ist. Also gerade in den ländlichen Gegenden benutzt man CB-Funk immer noch sehr gerne, beziehungsweise man hat das als Backup im Auto. Manche auf dem Land haben auch VHF, UHF Funkgeräte, um Hilfe zu holen. Also ich selber würde mich nie ohne sowas in den USA im Süden irgendwohin großartig bewegen. Also jeder größere Trek, wo ich dann weiß, vielleicht ist die nächste Tankstelle zu oder vielleicht ist da irgendwie die Straße blockiert. Sei es jetzt durch Hitze, dass die Straße aufgeplatzt ist oder irgendwas. Oder man könnte einfach dann im Nirgendwo sitzen und man hat keinen Handyempfang. Das war das Problem der Dame. Sie hatte keinen Handyempfang, also kein ADAC kommt. Keine Polizei kommt, nichts. Ziemlich, ziemlich dumme Situation. Also ich selber würde da mich da nie so weit hinwagen. Und deswegen, Bushcrafting ist wichtig. Survival Skills sind wichtig, aber es ist halt eben nur eine Aushilfe. Es ist für bestimmte Situationen und für andere Situationen ist es nicht gedacht. Am besten gar nicht erst in die Lage kommen. Ich denke auch immer an die Hunger Games Romane, beziehungsweise die Hunger Games Filme, Tribute von Panem, wo dann Katniss Everdeen außerhalb von District 12, außerhalb dieses polizeistaatlich verwalteten Bezirks, wo sie dann jagen geht mit ihrem Freund Gale und sie sind die einzigen beiden, die jagen. Und das ist eigentlich verboten. Und die Regierung sagt uns, wir prüfen das gar nicht so genau nach, das ist uns wurscht. Und und die beiden jagen dann für ihre Familien, stellen Fallen auf, schießen Viecher mit Bögen, jagen mit Bögen, sammeln Beeren, sammeln Pflanzen und so weiter. Und einen Teil davon verkaufen sie auf dem Schwarzmarkt, traden das Ganze für andere Items, andere Sachen, die sie brauchen, und den Rest bekommen die eigenen Familien. Das ist wunderbar, das kann auch in bestimmten Gegenden funktionieren. Nichtsdestotrotz bei uns in Deutschland oder anderswo, da sind die Wälder teilweise viel zu klein, die Bevölkerungsdichte ist zu hoch. Und im Fall der Fälle gäbe es dann zu viele Jäger und Sammler, die dir alles wegnehmen würden. Also Prepping, Bushcrafting, das gehört alles so ein bisschen zusammen. Man kann nicht das eine glorifizieren und das andere vernachlässigen. Und dann haben wir das hier. Ein etwas, ein April-Scherz war das von 5-Eleven Tactical. Modern Warrior, Ancient Skills. Und zwar hat man hier dann humorig quasi gezeigt,
wie alte Sportarten aus den Highlands, wie alte Sportarten aus den Highlands, dann dann nützlich sind für den modernen Kampf und das moderne Training. Gucken wir mal kurz rein. Natürlich ist das nicht unbedingt ernst gemeint, aber natürlich steckt da auch wieder etwas sehr, sehr Interessantes dahinter. Ah, das ist der falsche Spot. Nicht dieser hier, sondern hier. Modern Warrior, Ancient Skills. Entschuldigen Sie den. Das Versehen. Hier ist der Spot. For centuries, warriors have trained for combat through competition, developing the strength and skill at arms to be victorious on the battlefield. Scottish Highland Games competitors carry on this tradition today, bringing ancestral warrior expertise to life through events based on battlefield skills. Though combat has changed, even the modern warrior can benefit from these feats of raw power. So if we take that warrior and give him the training of a Highland Games champion in three of the most extreme events, what will he become? What superhuman feats will he be capable of? What happens when the skills of past meet the warrior of today? The open stone. The grenade launcher extends the destructive reach of the modern warrior. But what happens when your throwing arm is all that's at hand? Highland Games competitors solved this problem centuries ago. When you can harness the momentum to hurl a 20-pound stone over 30 yards. Launching a grenade across the battlefield is child's play. And really, you just look like a badass doing it in a kilt. The weight throw. Breaching a door usually requires some heavy lifting or an explosive punch. Sometimes the best approach is to put a new spin on an old idea. The right momentum, frighteningly flexible apparel, and a 22-pound block of metal lead to explosive results. It's one hell of a way to crash a party. On today's battlefield, soldiers move between cover positions to engage the enemy. But what happens when you run out of protection? In its most famous event, the caber toss, competitors must launch a tree trunk with unimaginable force and place it with precision. It's a combination of strength and power that's hard to crack. But once mastered, this superhuman lift can turn a car into an opportunity and a disadvantage on its side. And with a kilt that can hold 120 rounds of haste, you're back in the fight. So though times have changed, the modern warrior can often find the best answer in the traditions of old, where strength, flexibility, and the importance of comfort echo through eternity. Okay, also das sind die Highland Sports oder Highland Games. Haben wir noch ein bisschen mehr Material, um Ihnen das zu zeigen. Also, der Punkt des Ganzen ist der. Sportliche Trends kommen und gehen. Also der CrossFit-Hype ist ja im Moment wieder am Absinken, am Absterben. Lange Zeit war ja das Ding schlechthin. CrossFit, CrossFit. Jeder muss CrossFit machen. Jetzt sehen wir hier einen interessanten Trend, nämlich Highland Games oder Scottish Heavy Athletics. Gibt es ja verschiedene Arten von diesen Sportarten. Und natürlich, jede von diesen Sportarten hat irgendwas anderes zu bieten, hat Abwechslung zu bieten. Aber die Frage ist natürlich dann das, was ist für den Zivilschutz, was ist für die Zukunft der beste Sport?
Und da geht es nicht unbedingt darum, okay, was ist jetzt vielleicht 3% effektiver? Kann ich damit noch ein bisschen mehr Kraft aufbauen? Kann ich damit noch ein bisschen mehr Flexibilität gewinnen? Kann ich noch ein Ticken mehr Ausdauer gewinnen? Also es geht hier nicht unbedingt beim Zivilschutz und bei dem Gewappnetzamt für die Zukunft, geht es nicht unbedingt um die letzte Sekunde oder den letzten Meter, den letzten halben Meter. Sondern das Wichtigste, auf das Sie achten sollten, ist das Verletzungsrisiko. Also Sie wollen garantiert nicht später mal unter einer alten Sportverletzung leiden. Beziehungsweise wenn Sie schon eine haben und Sie haben die im Griff, dann wollen Sie sicherlich keine zweite. Es ist immer interessant, mal was Neues auszuprobieren. Und wenn, natürlich, das zeigen auch Studien, wenn man das Ganze mit der entsprechenden professionellen Anleitung macht, wenn man sich gut aufwärmt und so weiter, dann ist das Verletzungsrisiko erträglich. Beziehungsweise, ja, man kann damit leben. Allerdings, warum unnötige Risiken eingehen? Warum sich weniger ausgebildeten Trainern anvertrauen? Also gerade beim CrossFit, da gab es ja dann teilweise Exzesse, wo Leute in einem Wochenendkurs sich da ausbilden lassen zu einem CrossFit-Trainer und zeigen den Leuten, vor allem Anfängern, die falschen Übungen oder zeigen den Leuten die Übungen nicht richtig. Und so kommt es dann zu Verletzungen. Und das ist dann eben ganz, 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 ganz böse, wenn dann eine Verletzung halt später nochmal kommt. Also ich zum Beispiel hatte vor Jahren sehr viel Cardio gemacht und sehr viel Lauftraining und hatte da eben nicht sonderlich darauf geachtet, ob das jetzt die passenden Schuhe sind für meine Fuß-Knie-Konfiguration. Also ich dachte, was soll dieser Hippie-Blödsinn, dass man jetzt irgendwie den perfekten Schuh bräuchte oder irgend sowas. Nichtsdestotrotz, natürlich gab es dann eine kleine Fehlstellung und im Laufe der 2, 3, 4 Jahre gibt es natürlich dann irgendein Problem. Und da ist das Wichtigste, meine Damen und Herren, das Verletzungsrisiko minimieren. Also egal, ob man jetzt ein Läufer ist oder Fahrradfahren oder sonst irgendwas, vermindern Sie Ihr Risiko. Mit dem Fahrrad hinzufallen, ganz gefährlich. Rennräder und so weiter. Ist ein schöner Sport. Mein Schwiegervater hat ihn lange gemacht. Bis er dann mit 50, 60 km/h den Berg runter ist in Italien mit einer Gruppe und irgendwas war mit der Straße, irgendwas war. Und in weniger als einer Sekunde hat er einen Looping gemacht und war auf dem Boden, schweres Schädeltrauma. Er fährt heute, glaube ich, nicht mehr Rad, aber er läuft immer noch Halbmarathon. Hat jetzt dann auch wieder einen zweiten Platz gemacht in seiner Altersklasse. Die Trophäen hier irgendwo rumstehen. Also, Sport ist wichtig und man kann das auch sehr lange machen. Allerdings, er hat dann auch seine Anzahl an Sportverletzungen im Laufe der Zeit. Das viele Lauftraining war jetzt nicht unbedingt optimal. Die Verlagerung auf Muskeltraining wäre vielleicht schlauer gewesen. Und dann gab es auch die eine oder andere OP, eine andere Operation, um den Schaden zu beseitigen. Und wenn da natürlich dann noch geschlampt wird bei der OP und wenn dann noch so Probleme auftauchen, das ist natürlich dann nicht unbedingt optimal. Und ihm ging es nicht um Zivilschutz und Prepping. Ihm ging es um die Zeit. Ihm ging es darum, die Gesellschaft, der Verein und den sportlichen Wettbewerb. Wenn man sich allerdings im Zivilschutz bewegt, wenn man sich für die Zukunft rüsten will, sollte man genau zusammenstellen, was das eigene Training ist und sollte vielleicht zumindest am Anfang die Finger lassen von den komplizierteren Calisthenics und bestimmte Dinge, die dann sehr stark auf die Schultern gehen oder bestimmte andere Körperteile über Gebühr beanspruchen. Ist ja sehr beliebt geworden, also trendige Sportarten mit Handy-Apps und so weiter und das kann tolle Ergebnisse bringen. Allerdings, das Wichtige ist immer, Verletzungsrisiko vermindern. Und das Simpelste ist natürlich das ganz gewöhnliche Muskeltraining unter kontrollierten Bedingungen. Und da kann man sich zumindest mal sehr, sehr starken Grundstock aufbauen und hier natürlich dann das Risiko vermeiden. Eine schlechte Wiederholung. Auch hier. One bad rep can end a career. Also eine schlechte ausgeführte, schlampig ausgeführte Wiederholung kann dir so eine Verletzung einhandeln, dass du dann deine Sportlerkarriere vergessen kannst.